Herzlich willkommen zur heutigen Kurzentspannung. Heute werden wir ein bisschen versuchen, Arme und Beine zu koordinieren, aber es wird nicht so schlimm. Ich stelle jetzt ein bisschen ans Ende meine Matte. Du hast vielleicht einfach nur den Boden unter dir, das geht genauso. Und ich mache einen Schritt nach vorne mit beiden Füßen und wieder nach hinten. Also ich gehe nach vorne, öffne die Füße auseinander und wieder zurück. Welcome to our daily short relaxation. We do some combination of lower and upper body coordination. You do a V step first, open and close. Und dann, wenn das so ein bisschen fließend geht, das geht immer vor, vor, rück, rück. In deinem Tempo fangst du immer mit dem gleichen Fuß an. Genau. Und dann machst du einen Armkreis mit deinen Armen so parallel zum Boden. You draw a parallel circle to the floor with your arms. Und während du das machst, darfst du dich ein bisschen runden und strecken. Runden und strecken. Nach vorne gehst, großer Armkreis und wieder aufrichten. Das ist eine Figur, die heißt der Scirocco. Also es darf ganz schön wirbeln. Round your back, extend your back. Mach noch viermal mit dieser Seite beginnend. Ist nicht ganz so schwer, ne? Große Bewegung. Dass du einmal wieder in Schwung kommst heute, noch einmal. Und dann starte mal mit dem anderen Fuß nach vorne, vorne, hinten, hinten. Vorne, vorne, hinten, hinten. Auf, zu. Wenn das klappt, dann gehen die Arme mit da raus, wo der erste Schritt losgeht, zu der Seite. Combine legs and arms, easy. Ich glaube, wir brauchen noch zwei, dann sind wir ausgewogen, rechts, links. Two more times. Last time. Und dann alles ausschütteln, alles auslockern, kurz nachspüren. Und dann bist du hoffentlich gut durchschockiert und wach und frisch für den Rest des Tages. Danke fürs Mitmachen. Thank you. Bye bye. Macht's gut.